Guten Tag, ich möchte Ihnen heute unsere neue Kanban-App vorstellen am Beispiel eines Vertriebsprozesses. Das hier ist mein Kanban-Board, auf dem ich verschiedene Teams managen kann mit meinem Sales-Prozess. Dazu schauen wir uns jetzt einfach mal das Board genauer an. Das heißt, ich gehe hier auf Edit Board. Man sieht hier wieder die entsprechenden Spalten. Neu ist sozusagen mein Pool, in dem neue Kontakte reinkommen, und zwar einfach auf dem Wege, dass ich hier definiert habe, dass wenn Kontakte ins Adressbuch Gruppe Anfragen verschoben werden, dann entsprechend soll damit das Kanban-Board befüllt werden. Und ansonsten habe ich hier auf den Spalten definiert, zum Beispiel an der Spalte Alumni. Wenn etwas in diese Spalte verschoben wird, soll es zum einen von meinem Board entfernt werden. Zum anderen ist es so, dass wir das Ganze hier in dieses Adressbuch Alumni verschieben und zum anderen vom Infolog her den Status abgesagt setzen. Entsprechend muss ich das nach meinem Vertriebsprozess so setzen, wie es passt. Jetzt gehen wir doch einfach mal in so einen Beispielprozess rein. Wir sind hier auf dem Kontakt. Der hat hier ein Angebot bekommen und das Angebot wurde abgesagt. Dann kann ich mit einem Klick einfach von meinem Board den Kontakt nehmen, den auf Alumni schieben, mein Service-Offer nehmen, auch nach Alumni schieben. Das Ganze ist erledigt. Entsprechend kann ich, wenn ein Auftrag reinkommt, das Ganze einfach hier in meine Kundenspalte verschieben und die Weiterverarbeitung passiert automatisch. Wenn ich einen neuen Eintrag anlegen will, gehe ich hier entsprechend auf meinen Kontakt, lege mein Sales Log an und pack das dann auch im Zweifelsfall einfach auf mein Kanban Board mit drauf. Und entsprechend kann ich dann hier drauf einfach flexibel arbeiten. Ich habe immer eine begrenzte Anzahl von Einträgen, die ich gut im Überblick habe. Und wenn ich was Neues brauche, dann fülle ich einfach mein Kanban Board wieder auf aus dem Adressbuch. Dafür gehe ich ins Adressbuch rein, gehe auf meine Contacts, markiere ein paar Leute und sage, ich möchte die verschieben ins Adressbuch der Anfragen. Und wenn ich jetzt aufs Kanban-Board gehe, sind da entsprechend mehr Einträge.